Santa Marta. Das kleine Städtchen liegt im Norden von Kolumbien, zwischen Palomino auf östlicher und Cartagena auf westlicher Seite. Station Nummer 5 auf unserer Reise. Unserer Reise durch Kolumbien. Was erwartet euch? Viele Eindrücke, Abenteuer, aber auch Enttäuschungen. Ein ungeschminkter Reisebericht. Nichts ist vorgebucht, denn das Beste in diesem Land ist, sich einfach treiben zu lassen. Und das völlig unvoreingenommen. Keine festen Orte zu planen, einfach leben und Spaß haben. Wir sind von Bogota Richtung Norden nach Villa de Leyva gefahren, haben dem wunderschönen Barricara einen Besuch abgestattet. Nach San Gil haben wir uns in die Stromschnellen des Rio Suarez gewagt, um von dort direkt mit dem Nachtbus zum Tayrona Nationalpark zu fahren. Der Reisestress und ein Buchungsfehler sorgen dort für schlechte Stimmung. Und das ziemlich unnötig, denn nach all der Zeit haben wir es in ein wahres Paradies geschafft, indem wir es jedoch irgendwie nicht geschafft haben abzuschalten. Uns wurde klar, wir brauchen jetzt ein paar Tage, in denen wir uns keinerlei Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Unsere Lösung finden wir in eben jenem Santa Marta, eine gebuchte Wandertour. Trotz des Verkehrs und der vielen Menschen können wir uns in Santa Marta irgendwie erholen. Wir schlendern durch die Gassen, buchen unsere Expedition und kommen in Kolumbien endlich an. Am nächsten Tag fangen wir auch wieder an zu filmen. Gott sei Dank, es wird sich lohnen. Nach ein paar organisatorischen Dingen setzen die Betreiber uns mit ein paar Gleichgesinnten in einen Bus und wir fahren wieder in Richtung Palomino. Jedoch nicht mit dem Ziel mehr. Es geht in den Dschungel zur Sierra Nevada de Santa Marta. Schon auf der Fahrt gibt es immer mal wieder herrliche Aussichten zu bestaunen. Wir nutzen die Zeit, um unsere Mitstreiter kennenzulernen. Freundschaften werden schon jetzt geschlossen. Die kommenden Tage sollen sich anfühlen wie ein Aufenthalt in einem internationalen Landschulheim. Nach einem ausgiebigen Mittagessen und der Einführung unseres Guides geht es endlich los. Los in die pure Natur, in den Dschungel, in die Berge. Auf der Suche nach der Ciudad Perdida oder auf Deutsch der verlorenen Stadt. Und wie ungewohnt ist es eigentlich, bei solch einer Hitze zu wandern? Aus meinen Armen sprüht es schier der Schweiß. Wobei es jetzt gerade geht, im Schatten, wenn die Wolken da sind. Wir hoffen mal nicht, dass es jetzt regnet. Ja, wir sind jetzt in der Trockensaison hier. Das sollte es auch einigermaßen trocken bleiben, aber weiß man ja nie. Die Tour wandern wir übrigens mit 14, 15 anderen Menschen, weil es gar nicht erst erlaubt ist, alleine hier auf dem Trail zu laufen. Nur mit Führer. In Santa Marta, wo wir die Wanderung gebucht haben, gibt es ganz viele Anbieter. Wir werden auch auf viele andere Wanderer noch treffen. Extra für diese Tour haben wir jetzt Lenas großen Backpack dafür genutzt, dass wir dort alles reingemacht haben, was wir auf dieser 4-Tages-Wanderung nicht brauchen. Lena hat jetzt nur noch den Technikrucksack und ich den Wanderrucksack mit dem Nötigsten. Ich habe trotzdem alle meine Unterhosen mitgenommen. Nach einer verhältnismäßig kurzen Wanderung heute sind wir jetzt an unserer Unterkunft angekommen. In schönen Doppelbetten mit Moskitonetzen werden wir heute mitten im Dschungel übernachten. An einem Fluss. Schon schön. Und was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ein Sprung ins kalte Wasser. Eine willkommene Abkühlung in der schwülen Hitze des Dschungels. Nach einer ebenfalls erfrischenden Dusche gibt es auch schon Abendessen. Und anschließend eine kleine Geschichtsstunde. Wie gesagt, wie im Landschulheim. Pünktlich um 8:30 geht es in die Betten. Ganz wichtig heute Nacht hier. Moskitonetze. Hauptsächlich nicht wegen den Moskitos wahrscheinlich, sondern wegen... Was haben sie alles gesagt? Skorpione. Dass es halt so einen Dschungel gibt. Ja. Wir sind hier ja im Dschungel und da kann es schon
das ein oder andere Vieh geben. Morgen dürfen wir auch nicht einfach so in die Kleidung steigen, die wir anziehen und jetzt gerade draußen hängen haben. Naja. Gute Nacht. Neuer Morgen, neues Glück. Ja, die erste Nacht im Dschungel war eher so lala. Dennoch ist die Stimmung bei allen gut, denn wir laufen hier auch tatsächlich durch ein Gebiet, wo bis vor wenigen Jahren noch ein Krieg zwischen verschiedenen Banden geherrscht hat. Unter anderem unser Guide hier war ein Beschützer von einem Leader, der eben diese Bande geleitet hat. Das ist ein Kokabaum. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann nutzen die indogenen Völker die Koka-Pflanze, um zu kauen und irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Drogenkartelle, die missbrauchen diese Koka-Pflanze, um daraus Kokain zu machen. Und das Verhältnis ist so, dass man aus 400 Gramm Koka-Pflanze 1 Kilogramm Kokain macht. Und aus einer Handvoll Koka-Pflanze die indogenen Völker 3 Stunden drauf rumkauen und ihre Wirkung haben. Also ein vollkommener Missbrauch nur für schlechte Drogen. Es ist also wirklich ein riesiges Privileg, hier so in freien Stücken als Touri rumlaufen zu dürfen. Bis vor wenigen Jahren, die Generation unserer Eltern, da wäre das im Leben nicht möglich gewesen, überhaupt vielleicht nach Kolumbien zu reisen. Und wir wandern jetzt im Dschungel. Unwirklich, aber unglaublich schön. Und anstrengend. Ein Vorteil der gebuchten Tour, die übrigens so 320 Euro kostet. Wir müssen keinerlei Essen mitschleppen, uns um keinerlei Wasser kümmern. Das wird alles von den Betreibern gestellt. Und zwar haben wir pro Team einen Koch, der steht extra um 3 Uhr morgens auf, macht Frühstück, übrigens echt lecker. Nach dem Frühstück lauft er vor ans nächste Camp und bereitet dort das Mittagessen vor. Und das gleiche Spiel wieder abends. Also der macht die gleiche Strecke wie wir, steht früher auf und muss noch kochen. Deswegen auch jetzt der hohe Preis, weil im Reiseführer stand 800.000 Pesos. Und mittlerweile kostet es 1,4 Millionen. Es kommt aber auch daher, dass der Euro gegenüber Pesos stark angezogen hat. Also es hält sich ungefähr die Waage. Aber die Preise im Lonely Planet oder anderen Reiseführern können schon nach 1-2 Jahren überholt sein. So ausgetreten der Pfad ist, aber irgendwie fühlt man sich trotzdem wie in einem Abenteuer im Dschungel. Wir sind übrigens in einer relativ schnellen Gruppe unterwegs und so wie ich es liebe, bin ich am Ende dieser Gruppe und kann das alles irgendwie für mich alleine aufnehmen. Es ist ruhig. Lena läuft irgendwo da vorne zwischen anderen Menschen. Das größte Problem wird jetzt gleich wieder die Sonne und deren Hitze sein. Vom Weg her ist es absolut machbar. Klar, ein paar Anstiege, aber sind wir mittlerweile Schlimmeres gewohnt. Aber die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit ist schon arg krass. Also für mich wäre jetzt die Anstrengung genau gleich, ob ich jetzt im Rucksack nur dastehen würde in der Sonne. Es wäre genau dasselbe vom Schwitzen her. Absolut krass. Im Dschungel wandern. Ich merke jetzt auch so richtig,
wie das meinem Kopf gut tut, hier in der Ruhe des Dschungels und einfach nur zu wandern. Wir waren ja die letzten Stationen fast immer in der Stadt. Verkehr, viele Menschen, so richtige Erholung ist das für uns nicht. Aber hier im Wald, im Dschungel, anstrengend für den Körper, aber Erholung pur für den Kopf. Buenos días. Hey. So viel zur Ruhe. Nur 30 Sekunden später. Aber Gott sei Dank ist das immer nur an den Knotenpunkten, wo alle Pause machen. Krass. Bestimmt so 100 Menschen hier. Und das, wo es gerade eben noch so ruhig war. Vor 2 Tagen hätten wir uns wahrscheinlich noch geärgert. Aber nicht hier und heute. Wir lassen uns auf die Menschen und das gemeinsame Erlebnis ein. Wir führen viele inspirierende Gespräche mit Leuten aus den unterschiedlichsten Ländern. Man könnte meinen, das wird nichts. Andere Kulturen, Denkweisen, Traditionen und vor allem Sprachen. Aber darum geht es nicht, sondern um den Austausch, das Miteinander. Denn hier im Regenwald sind wir alle gleich. Jetzt brennt es so langsam. Es tut weh. Aber ich glaube, es geht gar nicht mehr so lange für heute. Und ja, manchmal muss man einfach gegen den Schmerz ankämpfen, immer weiterlaufen, sonst kommt man nämlich nie an. Ab und zu die Landschaft genießen, absolut krass, nach wie vor. Ein Glück verläuft ca. 90% des Pfades hier im Schatten. In der Sonne ist richtig krass, im Schatten jetzt gerade, obwohl es 12, 13 Uhr ist, 14 Uhr, keine Ahnung, geht es. Echt angenehm. Wir haben übrigens die ganzen 4 Tage hier keinerlei Internetempfang. Kein Instagram, kein WhatsApp, keine Nachrichten oder irgendwas von den Medien von außen. Das macht die Birne frei. Richtig gut. Das haben jetzt schon viele andere gesagt. Richtig angenehm ist, mal eine ganze Zeit lang dieses Ding nicht in die Hand zu nehmen. Einfach die Natur genießen, mit den Leuten hier quatschen oder gar nichts machen. Oder im Wasser abkühlen. Ja, tatsächlich werden wir heute, also am 2. Tag der Wanderung, fast schon bei der Ciudad Perdida ankommen. 1 Kilometer ungefähr. Wir werden das dann morgen ausführlich angucken und dann auch schon den Rückweg antreten, sodass wir am 4. irgendwann mittags an der Unterkunft, das stimmt gar nicht, ja doch, an der Unterkunft, je nachdem, ankommen. Auch da haben wir jetzt noch gar nicht weiter geplant, was danach kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt haben wir es dann gleich für heute, für den 2. Tag geschafft. Wir werden am Ende 30.000 Schritte auf dem Tacho stehen. Die merke ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Erstmal alles ausziehen. Heute springe ich nicht in den Bach, direkt duschen und dann einfach nur noch den Abend ausklingen lassen. Ziehen sich jetzt alle ihre verschwitzten Sachen aus. So langsam stinken wir nämlich auch alle. So sieht hier eine Dusche aus.
Und nein, sie war nicht warm. Sie war weit davon entfernt. Ich glaube, die kühlen das Wasser hier noch extra, weil es ja so warm hier ist. Viel Spaß. Damit wir nicht so viel mitschleppen müssen, haben wir auch jeweils nur eine Montur, ein bisschen mehr vielleicht, dabei. Und das wird dann abends ein bisschen gewaschen, damit wir morgen nicht allzu sehr stinken. Man ist im tiefsten Dschungel. Was läuft nicht im Fernsehen? Dortmund gegen Freiburg live. Ein Hoch auf die Globalisierung. Ein Begriff, den die indogenen Völker aber alles andere als gut heißen. Sie halten all das für überflüssig und würden am liebsten so leben wie vor Hunderten von Jahren. Das wird uns in dem sehr authentischen Vortrag klar. Allerdings ist auch das Frauenbild noch sehr altmodisch. Ein interessanter, aber uns nachdenklich machender Abend. Am nächsten Morgen werden wir von einer anderen Gruppe geweckt, die nicht einmal vor uns losläuft. Aber niemand stört das. Wir wollen jetzt zur Lost City, der verlorenen Stadt. Irgendwie liegt ein bisschen Spannung in der Luft. Bereit für die Lost City, Lena? Uns trennen nicht nur ein paar Höhenmeter von der verlorenen Stadt. Auch der Fluss muss noch überquert werden. Zum Glück ist er nicht wie im Prospekt geschrieben, hüfthoch, zumindest für den durchschnittlichen Europäer. Wie schon gestern Morgen sind wir jetzt um 5 Uhr aufgestanden. 5.30 Uhr gab es Frühstück. Das übrigens sehr lecker ist. Und kurz nach 6 sind wir losgelaufen. Kurzer Schreck heute Morgen. Alles, was an der Wäscheleine gehangen hat, war nicht trocken geworden. Im Gegenteil, es war klatschnass, als hätte jemand gerade einen Eimer Wasser drüber geleert. Das heißt für mich, dass ich gerade in meinem Schlafanzug unterwegs bin, was gar nicht so schlimm ist, weil ich immer in einer Sporthose schlafe und in einem Sport-T-Shirt, beziehungsweise hier nur in der Hose. Das ist einfach angenehmer, obwohl es nachts relativ kalt wird, habe ich die Decke dann bis zum Kopf hochgezogen, so war das in Ordnung. Ein Wort noch zum Bett, das war klamm. Also das muss man auch mögen oder irgendwie abkönnen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran, war gar kein Problem. Heute Nacht auch viel besser geschlafen als die letzte. Und jetzt geht's ab zur Lost City. Das Anstehen spare ich mir und wage den Weg durch das Flussbett. Lena nimmt den eleganten Weg. Nach der erfrischenden Flussüberquerung geht es jetzt noch 1200 Treppenstufen nach oben. Und dann haben wir es geschafft. Beziehungsweise, da es hin und zurück ist, die Hälfte. War es anstrengend? Nee, gar nicht. Ich brauche ein Zelt. Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt.
Unsere kleine Mimose. Ja, und da ist sie, gut versteckt im tropischen Regenwald an einem Berghang. Kein Wunder, wurde sie erst in den 70ern entdeckt. Selbst hier aus 200 Metern Entfernung nur schwer zu erkennen. Ciudad Perdida. Das ganze Ding hier wurde erst so Mitte der 70er entdeckt von zwei Brüdern. Und damals gab es noch ganz viele Goldschätze hier, weil, wenn man die Kreise so von oben anguckt, wurden die Menschen, wenn sie gestorben sind, in der Mitte begraben, mitsamt ihrem Schmuck, den sie übers Leben angehäuft haben. Als die zwei Brüder dann hierher gekommen sind, haben sie die ganzen Gräber ausgeraubt, muss man sagen. Und irgendwann haben das andere mitbekommen. Und infolgedessen entstanden richtige Bandenkriege und hier war bestimmt 5 bis 6 Jahre richtig High Life mit, ja, muss richtig abgegangen sein. Einer von der Brüder ist dann auch gestorben, bis dann irgendwann die Regierung eingeschritten ist, das ganze Gold beschlagnahmt hat und mittlerweile kann man das in Santa Marta und in Bogota in Museen anschauen. Aber da sieht man mal wieder, wie grausam die Menschen sein können, nur um irgendwelche Schätze zu erhalten. Ciudad Perdida ist neben Machu Picchu eine der größten wiederentdeckten präkolumbischen Städte Südamerikas. Sie bedeckt eine Fläche von etwa 2 Quadratkilometern und besteht aus ca. 200 ovalen und runden Terrassen. Die Stadt wurde zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert errichtet. Hier leben bis zu 8000 Menschen des indigenen Volkes Tairona. Diese lebten hier bis zur Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert und mussten die Stadt aufgrund der Ausbreitung von Seuchen verlassen. Niemand außerhalb der Tairona betrat jemals die Stadt. Eben bis 1975. Wie ich schon gesagt habe, ab hier laufen wir zurück in die Zivilisation den genau gleichen Weg. Möglichkeit für uns, auch eine Auszeit vom Film zu nehmen, den Weg ganz bewusst wahrnehmen. Außerdem führen wir weiter viele interessante Gespräche mit den anderen. Genießen unsere Zeit, unser Leben. Die Ciudad Perdida ist vielleicht nicht das spektakuläre Highlight, wie es zum Beispiel Machu Picchu ist. Aber für uns war das Erlebnis und die Wanderung ein großer Höhepunkt unserer Kolumbienreise. Über die 4 Tage entstehen viele schöne Bilder. Es gibt einige Momente, an die wir uns noch lange gerne erinnern werden. Und so endet nun auch die heutige Folge. Aber keine Sorge, demnächst gibt es ja schon das 3. Video, denn dann seht ihr, wo es für uns nach Santa Marta hingeht, wo wir kurzfristig nochmal eine Nacht nach der Wanderung verbringen mussten. Ganz eventuell bekam dem einen oder anderen das Essen nicht. Oder die Anstrengung war zu groß, oder das Wasser verunreinigt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall benötigen wir eine Pause, können nicht direkt wieder in einen Bus auf unbestimmte Zeit. Unbestimmte Zeit, fragt ihr? Ja, genau. Aber das ist die Geschichte im nächsten Video. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.